Ja, es gibt natürlich fremde Werke, die künstlerisch bearbeitet werden, die zitiert werden, die in Form von Parodie oder Memes aufgegriffen werden. Die Internetkultur kennt ja auch diese ganzen Memes. Memes ist ein Begriff, Meme, ein Meme kennt man von Martin Luther King. Ja? I have a meme. Jetzt fühlen sich viele Internetnutzer verraten von der Politik, weil ja die Koalition Uploadfilter eigentlich ausgeschlossen hatte, jetzt aber auf europäischer Ebene zumindest nicht aktiv verhindert. Das liegt daran, die Franzosen wollten unbedingt Uploadfilter, also werden sie jetzt wohl kommen. Unsere Justizministerin Katharina Barley, die ja gleichzeitig Spitzenkandidatin der SPD bei der Europawahl ist, hält sich auffällig zurück bei dem Thema, um wahrscheinlich keinen Shitstorm abzukriegen. Ich habe länger nichts von ihr gehört zu dem Thema. Vielleicht hat sie was gesagt, aber ein Uploadfilter hat es geschluckt. Ich meine, ich bin auch gegen Uploadfilter. Ich bin tatsächlich gegen Uploadfilter. Ich finde aber auch den Schutz von geistigem Eigentum wichtig. Also ich hoffe, die finden da irgendeine vernünftige Lösung. Und Boris Becker und Louis de Funès und Darth Vader hoffen das auch. Sonst sieht es im Internet demnächst so aus. Hä? Ist da gar nichts drin, oder was? Das ist ja scheiße. Wussten Sie, dass bald niemand mehr irgendwas Albernes mit uns beiden hochladen kann? Nein. Doch. Luke, du darfst mich ab jetzt nie mehr parodieren. Nein!